Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den letzten Fall natürlich mal wieder. Und unser erster Sturm bleibt vorerst mal auf der Erfolgswelle drauf oder auf der Erfolgsspur. Man gewinnt in Altach mit 2:1. Es war mal wieder mühsam, das muss man auch klar sagen an der Stelle. Man hat es defensiv über weite Strecken wie immer ordentlich gemacht, hat offensiv ja noch viel Luft nach oben, auch das ist nichts Neues, und hat am Schluss die 3 Punkte wie schon letzte Woche gegen Wattens eingefahren. Kommen wir erstmal zur Partie. Also unsere Blackies zunächst mal relativ früh zu Beginn draufgegangen. Die erste Viertelstunde, finde ich, war eigentlich eine recht gute, was jetzt die Herangehensweise angeht. Unsere Jungs sind eben früh draufgegangen, haben den Gegner schnell attackiert und haben die Altacher auch eigentlich in ihre eigene Hälfte gedrängt. Also man ist zeitweise mit der ganzen Mannschaft eigentlich, also mit allen, außer dem Torwart natürlich, mit allen Akteuren in der gegnerischen Hälfte gewesen und hat eben auch wirklich früh Druck auf die Altacher gerade in der Defensive ausgeübt. Die erste Möglichkeit, die hat übrigens sowieso Sturm. Nach 4 Minuten ist es Lehmer, der sich ein bisschen durchtanken kann, auf weiter Flur nicht angegangen wird. Auf links spielt er ab für Kitaishvili, der mit der Hereingabe auf Barley, und der verpasst die Hereingabe wirklich sehr knapp und hätte schon sehr früh den Führungstreffer hier an der Stelle erzielen können. Danach allerdings, so nach der ersten Viertelstunde, wo Sturm zwar nichts Konkretes sonst zusammengebracht hat offensiv, aber trotzdem mir ganz gut gefallen hat, kommen die Altacher aber so ein bisschen langsam in die Partie. Die Flanke über die rechte Seite, und da ist es Berischer bei Altach mit dem Schuss aus der Drehung, den kann Siebenhandel gut halten, auch weil der Schuss etwas zu zentral angesetzt war, aber ansonsten keine ganz ungefährliche Situation an der Stelle. Dann allerdings wieder Sturm, Minute 18, Ecke über rechts, Stefan Hierländer und Bekim Barley mit seinem Kopfball hauchzart am Gehäuse von Cobras, dem Ex-Sturm-Goalie, vorbei. Ich glaube auch noch abgefälscht, die Ecke von einem Altacher. Auf jeden Fall das die gefährlichste Situation bis dahin aus unserer Sicht. Auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder eine Möglichkeit durch Jamnik nach einer Flanke über links, glaube ich, wo Schrammel in letzter Minute gerade noch den Fuß dazwischen hält. Ein gutes Tackling an der Stelle, muss man sagen. Und ja, das Ganze geht dann in der Phase eher so hin und her. Also relativ abwechslungsreich, würde ich mal behaupten noch. Dann allerdings eine kritische Szene. Nach einer knappen halben Stunde soll es nämlich zunächst Elfmeter für die Altacher geben. Im Nachhinein gleich mal vorweg, der Elfer wurde dann zurückgenommen, weil nach der Hereingabe der Altacher Berischer und Spendlofer, beide, Klammern Spendlofer, ja, fliegt zu Boden, schaut in der ersten Situation vielleicht nach Elfer aus einer anderen Perspektive. Dann aber hat man klar gesehen, dass eigentlich auch Berischer Spendlofer nach unten drückt und deswegen völlig zu Recht den Elfer dann zurückgenommen. Also da muss man ein Danke an den Schiedsrichterassistenten an der Stelle dann auch natürlich sagen, dass der das gesehen hat. Und ja, praktisch fast im Gegenzug, Eckball für Sturm. Stefan Hierländer über rechts und Bekim, bam! Bekim, bum bum Balai, der den mit dem Kopf da eine schöne reinzimmert. Ein traumhafter Kopfball zum 1:0 für unseren SK Sturm Graz. Also die Blackies gehen dann auch mit dieser Führung in die Kabine. Und ja, im zweiten Durchgang passiert dann leider auch lange wieder mal nichts. Also die ersten 20 Minuten klarer Leerlauf, Sturm muss nichts machen, verwaltet das ganze, Altach kann nicht so wirklich, und daraus ergibt sich dann ein etwas fades Fußballspiel. Nach einer knappen Stunde dann aber mal wieder ein Aufreger-Freistoß für die Blackies. Ich glaube, Schrammel über links mit der Flanke und Aflonitis, der Pech hat und nur Aluminium trifft mit dem Kopf. Also es war sowieso der Tag, ja, der Kopfball, der Kopfbälle zumindest. Und das wäre natürlich schon praktisch gewesen, so aus dem Nichts den zweiten Treffer danach zu setzen. Man hat aber in der Situation kein Glück und ja, schafft es allerdings auch nicht wirklich, oder beziehungsweise die Altacher schaffen es an der Stelle auch nicht wirklich, dass sie Sturm so richtig unter Druck setzen. Also man probiert es hier und da so ein bisschen durchzukommen, aber eigentlich passiert gar nichts auf beiden Seiten lange Zeit. Spannend wird es dann so richtig, wirklich erst in der Schlussphase. Zunächst haben die Altacher so in Minute 80 herum nach einer Ecke eine Kopfballmöglichkeit. Ich glaube, die Schreiner, Siebenhandel hat da aber keine gröberen Probleme. Es dümpelt so in Richtung 1:0 für Sturm das Ganze entgegen. Und dann passiert tatsächlich noch das zweite Tor, auch eigentlich ja, so ein bisschen aus dem Nichts. Ein hoher Ball in den 16er von Lehmer. Der Ball wird zunächst noch abgewehrt von der Altacher Defensive, landet dann vor den Füßen von Juan Dominguez, der mit dem Haken nach rechts
flankt herein auf den Kopf von, ihr wisst es schon, Bekim Bambalay, der den wirklich, wirklich schön reingeköpfelt auch wieder hat und eben in der 85. Minute die Vorentscheidung eigentlich bringen hätte sollen. Sturm, zwei Tore vorne, nur mehr 5 Minuten reguläre Spielzeit auf der Uhr, da sollte nichts passieren. Falsch, denn Eintracht kommt nochmal zurück, der eingewechselte Franz Pokop, ich werde es euch richtig einblenden, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, auf jeden Fall, richtig, richtig schönes Tor, an der Stelle muss man neidlos sagen, bringt nochmal ungewollt Spannung in die Partie, also ungewollt aus schwarz-weißer Sturmsicht natürlich, eine Flanke in den 16er, wo die Altacher ja viel zu viel Platz haben und wo unsere Jungs in der Situation nicht früh genug attackieren, was sie ansonsten ganz gut über die gesamte Spielzeit gemacht haben. Und ja, Pokop auf jeden Fall mit dem Kopfball unter die Latte aus fast 16 Metern. Der war einfach schön getroffen. Also auch ein schönes Kopfballtor. Keine Chance für Siebenhandel, würde ich behaupten. Und danach schwimmen unsere Jungs natürlich nochmal. Alltag haut alles nach vorn. Sturm wird nervös und hätte sich um ein Haar den Ausgleich das ein oder andere Mal auch noch gefangen. Zunächst ja wieder Ball, wie anders soll es denn sein. In den 16er Schreiner auf halblinks. Komplett alleine, Gott sei Dank, lupft er den Ball aber über das Tor. Auch der herausstürmte Siebenhandel hätte da wohl nichts mehr machen können. Wenig später dann wieder nach einer Ecke. Ich glaube, es war ein Kopfball dann nochmal von den Altachern. Siebenhandel mit den Fingerspitzen noch dran und wehrt das Ganze nochmal ab. Danach ist Gott sei Dank auch bald Schluss. Und ja, Sturm gewinnt eben in Altach insgesamt nicht unverdient, aber doch ja, leider etwas mühsamer als gewollt mit 2:1. Man holt sich die 3 Punkte. Man bleibt tabellarisch erstmal an der Spitze dran. Man hat auf den WAC aufgeschlossen, punktemäßig weiterhin. Und nur mehr 1 Punkt fällt jetzt auf den LASK. Nach der Länderspielpause trifft man ja auf die Linzer im direkten Duell. Also, jetzt noch ein paar Transfer-Updates in der Kurzversion. Zum einen hat Sturm erstmal einen neuen Linksverteidiger verpflichtet, der aber kurioserweise gleich wieder abgegeben wird. Dante Amadou, 18-jähriger Spieler aus Mali, der kommt von Olympique Jesel. Ja, wenn ich mich da nicht vertan habe, und ist eben U20-Spieler von Mali, bleibt allerdings nicht sehr lange in Graz, der wird nämlich Volley weiterverliehen in die Oststeiermark zum TSV Hartberg, also eben, man hat ja schon gute Erfahrungen mit dem Wechsel oder mit der Leihe von Lubitsch zu Hartberg gemacht, allerdings muss man dazu sagen, wäre gerade auf der Linksverteidigerposition das Ganze ziemlich seltsam, wenn nicht ein anderer Mann bereits beim SK Sturm Graz im Gespräch wäre, nämlich Aysa Donkor, eben Linksverteidiger seines Zeichens, der aber auch in der Innenverteidigung spielen kann, bei Inter Mailand ausgebildet, 24 Jahre jung, Doppelstaatsbürgerschaft von Ghana und von Italien. Und stand kurioserweise auch schon, was man hört, mit Lukas Spendlhofer, ich glaube in der U19 von Inter Mailand, zusammen auf dem Feld. Zuletzt eben in Rumänien bei Craiova unter Vertrag gewesen, bis Sommer seitdem vereinslos, also sprich ablösefrei. Deswegen ist das Ganze wohl des Rätsels Lösung. Also Amadou wird erstmal ausgeliehen an Hartberg, man hat aber für die Linksverteidigerposition doch einen verhältnismäßig jungen Spieler, wohl der glaube ich nicht ganz untalentiert sein sollte, als Ersatz parat. Also zumindest diese ganze Geschichte sollte jetzt auch dann in den nächsten Stunden wohl vermerkt werden, vielleicht schon während ich dieses Video schneide. Und die Linksverteidigerposition sollte damit erstmal geschlossen sein mit Schrammel und Donkor. Dann wechselt Philipp Hosener fix vom SK Sturm jetzt doch nochmal woanders hin, nämlich zum Chemnitzer FC, die dritte deutsche Bundesliga. Also da hat sich auch nochmal etwas ergeben. Ich glaube, für beide Seiten, kurz gesagt, die beste Lösung. Hosener muss nicht auf der Bank vergammeln und Sturm hat noch ein bisschen Luft im Gehaltsbudget. Das wird übrigens auch postwendend gleich mal genutzt, um jetzt auch den nächsten fixen Neuzugang zu präsentieren. Wenn auch nur per Laie, muss man dazu sagen. Ihr wisst, wen ich meine. Kirill Despodov, der 22-jährige bulgarische Nationalstürmer und ehemaliger Spieler des Jahres in der bulgarischen Liga, der wechselt nämlich leihweise von Cagliari Calcio aus der Serie A zum SK Sturm Graz mit sofortiger Wirkung, allerdings ohne Kaufoption bis Saisonende. Rechter Flügel bzw. Stürmer sind so die Position, die er bekleiden sollte. Also ich glaube, Despotov wird dann ganz klar den Platz von Hose einnehmen, nur hoffentlich eben
eben nicht auf der Bank, sondern eher wohl das ein oder andere Mal, wenn nicht des Öfteren, in der Startformation. Also, so viel zu den aktuellen Updates. Es kann natürlich gut sein, dass ich da währenddessen ich dieses Video noch fertig schneide und lade und so weiter, dass sich da noch was tut. Das seht ihr mir bitte nach. Und ich würde sagen, von dem her war es das jetzt auch schon für den Moment. Schon wieder von mir. Hier bei den Lenz TV. Ihr schreibt mir noch gerne in die Kommentare zum einen, was sagt ihr zum Alltagsspiel? Was sagt ihr zu den bisherigen Transfers hier am letzten Transfertag? Wie gesagt, bis 18 Uhr ist das Fenster noch offen. Wird da noch was passieren? Ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, natürlich gerne liken, teilen, abonnieren und ganz, ganz wichtig, die Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Benachrichtigungen mehr versäumt. Von dem her war es das jetzt aber dann schon wirklich von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarz, weiter so Burschen und bis dann. Ciao, ciao.